Sie sind hier, 8. Juli 2018, 21.14 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Markus Rehm steigerte seine eigene Höchstmarke um 7 cm. Urheberrecht Getty Images. Prothesen Weitspringer verbessert bei den japanischen Parameisterschaften seine Bestmarke um 7 cm. Nächstes Ziel ist die EM in Berlin. Der zweimalige Paralympics-Gewinner Markus Rehm hat seinen Weitsprung-Weltrekord verbessert. Der Unterschenkel amputierte Leverkusener sprang bei den japanischen Parameisterschaften in Maebashi 8,47 Meter weit und steigerte seine eigene Höchstmarke von Oktober 2015 um 7 cm. Das ist mega krass und eine richtig coole Weite. Die Bedingungen waren super und ich hatte richtig Bock zu springen, sagte der zweimalige Weltmeister Rehm, der den Weltrekord zuerst gar nicht realisiert hatte. Ich habe es erst nicht mitbekommen, da ja alle Japanisch gesprochen haben, sagte Rehm bei leichtathletik.de. Bei der Para-EM in Berlin, 20. bis 26. August, kann der zweimalige Weltmeister einen Angriff auf die 8,50m-Marke starten.